zwei gern verglichene Handys, das Samsung Galaxy A40 und das Galaxy A71. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Daten der Handys und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Produkte unter dem Video verlinkt. Design. In der Kategorie Design ist das Galaxy A40 mit 55 zu 49 Punkten deutlich vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 39 Gramm leichter, 20 mm kürzer, 6,8 mm schmaler und 18,1% geringeres Volumen. Das Galaxy A71 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: 0,2 mm dünner. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm ist das Galaxy A71 mit 70 zu 59 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 2,6% höhere Auflösung, 13,6% größere Bildschirmgröße und Bildschirm ist immer an. Das Galaxy A40 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 11,2% höhere Pixeldichte. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Galaxy A71 mit 86 zu 76 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 15,2% schnellerer Prozessortakt, 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 64 GB mehr interner Speicher, 6 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 488 GB mehr externer Speicher unterstützt, 0,1 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite und 2,5-fach höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Bei der Kategorie Kameras ist das Galaxy A71 mit 70 zu 59 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 4,1-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 28% mehr Megapixel der Frontkamera, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung. Es hat einen manuellen Fokus und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Das Galaxy A40 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite und hat einen CMOS-Sensor. Audio. Im Bereich Audio sind beide Produkte ebenbürtig mit 58 Punkten. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Merkmale. Akku. In der Kategorie Akku ist das Galaxy A71 mit 65 zu 57 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: 45% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften kommen beide Geräte auf 83 Punkte. Das Galaxy A71 ist durch folgende Eigenschaft besser: 33% schnellere Downloads. Ergebnis. Das Samsung Galaxy A71 liegt in der Gesamtwertung mit 70 eindeutig vor dem Samsung Galaxy A40 mit 55 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Gerät ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.